Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Animation gemacht habe. Ich werde kurz erklären, welche Prinzipien und Techniken ich verwendet habe, um dieses flache, isometrische Design zu erreichen. Vor allem, wie man in After Effects eine Tastatur anlegen kann, die auf die Finger organisch reagiert. Da ich für künftige Szenen mehrere Perspektiven brauche, habe ich das Arbeitszimmer in Blender modelliert. Ich habe hier Basic Meshes verwendet. Dafür, dass Flat Design kein Lighting gebraucht wird, brauchte ich mir um Intersections oder gute Topologie nicht wirklich Sorgen. Für die Tastatur habe ich eine SVG in Blender importiert und diese dann in Objekt umgewandelt, wodurch wir schöne Tasten bekommen haben. Da wir für den Flat Design shooten, reicht hier ein Emission Shader statt den üblichen BSDF. Die Kamera in Blender kann die Szene nur orthografisch darstellen. Um wirklich einen isometrischen Look zu erhalten, benutzen wir ein Lattice Modifier. Für die Outlines setzen wir einen Haken bei Freestyle, jedoch wenn wir später in Illustrator den Bildnachzeichner benutzen, sind diese Linien nur für entfernte Objekte geeignet. Da wir aber für die Tasten ein Close-Up brauchen, macht es Sinn, diese auch als SVG zu rendern. Nach ein paar Stunden Rendern habe ich noch hier einen Charakter erstellt und die restlichen Objekte, die wir für die Szene brauchen. So sieht meine fertige Komposition in After Effects aus und gleich versteht ihr, was hier passiert. Hoffentlich. Ich habe die Illustrator-Ebenen in Formebenen umgewandelt, damit ich diese besser bearbeiten und animieren kann. Hier benutze ich die Kontureinstellungen, Verjüngung und Welle, um eine geschwungene Kontur zu erreichen, die Kalligrafie ähnelt, für die Ästhetik der Szene. Für die Ankerpunkte der Formebene werden mit dem Skript Create Nose from Paths Nullebenen erstellt, mit denen wir die einzelnen Punkte kontrollieren können. Somit kann ich in der fertigen Komposition mit nur einer Ebene mehrere Ebenen und die Form der Formebene animieren. Analog wird das gleiche für die Finger der tippenden Hand gemacht. Damit die Tasten auf die Finger bzw. auf die Nullebenen der Finger reagieren und somit nur die Finger animiert werden müssen, benutze ich ein Kollisionsskript. Weil aus Gründen After Effects keine Kollision mit einer Illustrator-Ebene erkennt, habe ich eine Farbfläche für jede Taste angelegt. Diese mache ich dann transparent und schon tippen die Finger fröhlich auf der Tastatur. Ja, zum Schluss noch ein paar Effekte eingesetzt, wie turbulentes Rauschen, turbulentes Versetzen, damit dieser flache gezeichnete Look perfekt ist und schon ist die Animation fertig. Eine kleine Animation, aber mit sehr viel technischem Know-how im Hintergrund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.